Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich mich um das Kuhproblem kümmern werde. Und das habe ich auch gemacht. Schaut her. Sie sind alle da. Der eine hat zwar ein bisschen Schaden, aber ich glaube, das war schon die ganze Zeit so. Hier ist der Bulle, hier sind die zwei Kühe. Die beiden Kühe haben sogar Schaden. Und ich habe für euch lecker... Vermehren die sich nicht? Hä? Ich komm gleich nochmal mit was. Wartet doch kurz, hä? Hä? So, warte mal. Du auch. Oh, Scheiße, die kann ich gar nicht aufsammeln. Warte mal, komm gleich wieder. Du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Oh. Bali, werden die doch bestimmt auch essen, oder? Wollen wir erstmal das an Bali, können wir es so anbauen oder müssen wir das auch wieder zu Bali Seeds verarbeiten? Ne, Bali habe ich nicht so hinbekommen, das habe ich letztes Mal schon gelernt, das hat nicht funktioniert. Oder wir nehmen mal von jedem eins in die Hand und schauen nochmal. Weil da waren doch Herzchen über den Köpfen. Hä? Geht mal weg. Kommt mal her. Wer hat Hunger? So. Okay, das würde auch funktionieren. Okay, ganz kapieren tue ich das noch nicht. Aber irgendwie muss man die doch sich vermehren lassen können, oder? Oha. Da gibt es schon wieder reichliche Ausbeute bei denen. Kann ich da rein theoretisch? Nee, kann ich nicht. Schade. Ich habe nicht wieder Samen dabei und das reicht wieder für zwei Hühnchen zum Happy werden. Ja, vermehrt euch doch. Nicht Moon. Huh. Aus welchem Mod kommt die eigentlich? Wo kommen die Highland Cows her? Ich habe keinen Plan! Genau, ich habe doch Kupfer gefunden. Kupferrest, das können wir hier reinpacken. Und hier, hier wollte ich... Für was wollte ich Glas machen? Ach, für oben, für unser zweiten, fast fertigen Stock, warum auch immer ich die Treppe offen gelassen habe. Aber okay. So, müsste jetzt eigentlich passend zu sein, ne? Bedeutet Axt. Alles mal sauber aufräumen. Hier, die können weg. Und hier kann oben eine Fackel hin. Du bist da falsch, mein Freund. Du gehörst nach da oben. Und hier gehört eine Fackel. So, jetzt schaut es fast gleich aus. Brauchen wir... Wow, das ging aber flott runter. Das 6 Glas. Und durch den Crafting Table doch. Zack. Einmal nach oben. Und eingesetzt ist das Glas. Komm, hier haben wir auch dünne Scheiben rein. Ah, da kriegt man Zeug raus. Glasscherbe. Was kann man mit Glasscherben machen? Warte mal, da ist noch eine runtergefallen. Kann ich die in den Ofen packen? Keine Ahnung, was ich mit Glasscherben anfangen kann. Ich weiß bloß, wir haben eindeutig zu wenig Platz. Viel zu wenig. Ich wollte mir eigentlich Leder besorgen, bloß die Kühe sind jetzt nicht unbedingt gleich das Schlauste, wenn ich war. Ich könnte ja mal probieren, Käse zu machen. Dafür muss doch nur an einen von euch Kühen rangehen, oder? Oder gehe ich an den Bullen ran? Zicke, 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 zicke. Wieso funktioniert... Habe ich da irgendwas... Oh, guck mal, noch ein Ei. Habe ich da irgendwas falsch verstanden? Moment mal, hä? Wartet kurz, ich versuche zu denken. Wir schauen mal, woher die Highland Cow kommt.
Highland Cow. So, da wird ihr wahrscheinlich das die Highland Animania. Animania. At Animania. So. Random Pick. Random Cow, Random Animal. Hamsterball. Okay, ein Hamsterrad. Ein Nest. Ein Trog. Wooden Planks, Sticks und Eisenbahn. Könnte man ja rein theoretisch ausprobieren, wenn ich weiß, wo Eisen ist. Habe ich kein Eisen mehr? Stroh. Muss ich die Tiere mit Stroh eindecken oder was? Hä? Hä? Für was brauche ich ein Nest? Salzleckstein. Hä? Holster mich. Freezen Milk. Freezen Milk Eimer. Ja, das hätte ich ja jetzt auch so verstanden. Aber wie merke ich die? Beehive. Wie macht man ein Bienennest? Woher kriege ich ein Bienennest? Schlamm. Trog. Ich will den Trog bauen, dafür brauche ich Eisen und ich habe kein Eisen mehr. Es ist nicht so praktisch. Ich krieg für euch einen Trog hin, keine Sorge. Ich habe außerdem hier in der letzten Folge ein bisschen ausgeleuchtet, weil ich mit Fahrt war. Beziehungsweise nicht in der letzten Folge. Beim letzten Spielen. Weil ich ja die Tiere geholt habe und dann war ich ein bisschen interessiert daran, was es hier alles noch so gibt. Und habe eiskalt mal halt Fackeln verteilt überall. Und da war jetzt zum Beispiel gerade noch Gold. Und Gold, wissen wir, ist eine wertvolle Ressource bei uns. Aber eigentlich reine Eisensuche. Da. Wusste ich doch, ich habe hier irgendwo Eisen gesehen. Das wäre schon mal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Da haben wir schon mal ein bisschen Eisen. Da wäre noch Tonnen Kohle. Und wir können hier auch noch weiter runter. Das ist auch wieder da. Lustigerweise bin ich dann da rausgekommen, wo wir uns letztes Mal gelaufen haben. Also hier gibt es einiges zu forschen, aber es wird gerade dunkel, sehe ich. Bedeutet, wir müssen so schnell wie möglich wieder nach oben. Ich glaube, ich habe in meiner Nachtlage, wo ich die Nacht übernachtet habe, auch Gold gefunden letztes Mal. Da ist noch Kupfer, aber Kupfer haben wir jetzt wirklich in Massen. Ich wollte außerdem heute mir eine Facecam besorgen für euch. Ich weiß schon extra für euch eine schöne Facecam, damit ihr mein beautiful Gesicht wieder sehen könnt. Aber 200 Euro für eine Webcam auszugeben, war mir ein bisschen zu viel. Und deswegen habe ich beschlossen, ich warte auf eine gescheite Kamera. Oder ich finde eine billigere Webcam. Weil so viel Geld für eine billige Webcam. Wer gibt so viel Geld für eine Webcam, auf die 720p hat? Also Saturn war da echt ein bisschen übertrieben. Aber naja, muss ja nicht unbedingt sein. Wir überleben es aber weiterhin ohne Kamera. Wir haben es bis jetzt auch geschafft. So, wie schaut es hier unten aus? Alter, wie weniger ist durchgebraten. Dam, 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 dam. So. Ja, das ist mehr draußen, als ich gedacht habe. Da kommt viel mehr raus als geplant. Also während der das verarbeitet, können wir ja nochmal die restlichen brennen. Ey, aber jetzt... Waren es nicht nur zwei oder war es echt vier? Vier aus einem? Oder ist es so random, je nachdem, so random Generator-mäßig?
Ey, müsste doch einen elektrischen Pulverizer auch geben, oder? Wäre ja um vieles einfacher. Können wir mal gucken eigentlich im Inventar. Wenn wir hier unten Pulverizer eingeben. Pulverizer Basic. Kupferrad, Redstone, Maschinenrahmen, der bestimmt Eisen, den Zinnrad, Blackstain oder Glas halt. Das ist Maschinenrahmen und dann da drauf ein Kolben. Feuerstein, das ist einfach. Und Kupferzahnräder. Das geht eigentlich relativ einfach und dann können wir das alles, sagen wir mal, stromeffizient machen. Sollte man vielleicht demnächst auch machen. Bin ich voll dafür, da können wir voll viel durch den Grinder durchlaufen lassen. Guck mal, da hätte man auch gleich noch ein bisschen Gold, was einmal durch muss. Komm schon. Mach fertig. Dankeschön. Da ist nicht wieder nur 2 Gold rausgekommen. Ganz interessante Sache. Ganz, ganz interessante Sache hier. Warum kann das Gold hier nicht zum Beispiel rein? Hatte mir jetzt vielleicht das falsche Goldohr gemacht, oder? Firelock? So. Nö, da sind die. Habe ich Sticks dabei? Ich habe Dings dabei, gut. Also wenn wir hier was so, so. Hier so, da so Löffelstiel und ein Eisen. Ein Trog. Wir werden ja höchstwahrscheinlich die Tiere brauchen, ne? Wahrscheinlich haben die Tiere so ein. Alter, wenn die Tiere jetzt wirklich Voraussetzungen haben, muss da Wasser rein? Also ein Trog ist doch normal was zum Trinken, oder? Es gibt natürlich den Futtertrog rein theoretisch auch, ne? Aber Wassertrog. Nutzen die den? Du gerade getrunken? Die trinken? What? Ich hole noch mal einen Wassereimer. What the fuck? Oh. Da sind 700 Millibuckets gerade drin. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt die Menge. Müssen wir vielleicht mal auch einen Transport-Bucket machen. Hier sind es 1000 und das scheint voll zu sein. So. So. Strom müssen wir dann auch mal machen. Wie war Strom? Warte mal. Pulverizer können wir gleich nochmal anschauen, aber mich würde nochmal dieses Animania interessieren. Add any mania. So. Wo war das Strom? Wo any mania? Was ist das denn? Cheese Mold. Nee, ich will diese Strohfläche. Hier ist Straw. Das mache ich aus Weizen. Einfach aus Weizen. Warte, macht das einen Unterschied, wie was ich das mache? Das ist wirklich. Das ist komplett wurscht. Oh. Also brauche ich eigentlich nur einen Weizen jetzt. Also jetzt mal zum Beispiel, ich nehme hier einen Weizen. Du bist hier rein. Und habe hier Stroh. Mit diesem Stroh gehe ich jetzt bei meinen Leuten rein und sage hier bumm, oder was? Für was ist das jetzt gut? Das interessiert mich jetzt echt, wie viel sind hier noch drin? 1000. Als ob die davon jetzt leben würden. Kann mir überhaupt nicht vorstellen. Nehmen wir so ein Grazierkraut zu uns. Nam, 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 nam. Ich habe keinen Platz mehr. Ich bin voll. Ich brauche eine bessere Speichermöglichkeit. Wir müssen gleich echt langsam in die Richtung. In Richtung Applied Energistics gehen.
Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.